So, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt hier in Gort. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Nachdem ich euch im letzten Video nach Le Beau, einem der schönsten französischen Dörfer, mitgenommen habe, geht es heute nach Gort, auch eines der schönsten französischen Dörfer. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier in Gort. Hinter mir ist der Stadtkern oder Dorfkern, da gehe ich jetzt hin. Jetzt hier ganz gut und das Lustige ist, die kann man nur 4 Stunden buchen und 4 Stunden habe ich jetzt 6 Euro bezahlt und kann bis morgen um 10 stehen. Theoretisch könnte ich also heute Nacht hier bleiben. Aber es ist ganz schön schräg, da kulle ich aufs Bett. Müsste ich mich noch umdrehen. Ja gut, aber das wäre kein Problem. Ich gucke mir erstmal das Dorf an, wenn es mir gefällt. Bleibe ich halt hier. Gort ist ein Dorf wie aus einem Bilderbuch. Von hier aus kannst du wundervoll über den Luberon blicken. Der Ort ist ganz malerisch über den Fluss Calavon auf einem Felsvorsprung in den Mont de Vaucluse gelegen. Die imposante Lage erlaubt einen atemberaubenden Blick auf die Felsen, Wiesen und kleinen Dörfer im Tal. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann das Dorf nicht wachsen. Es ist nur 48 Quadratkilometer groß. Es leben dort rund 2000 Menschen verteilt über den ganzen Hügel, was einer Bevölkerungsdichte von ca. 39 Menschen pro Quadratkilometer entspricht. Zum Vergleich, in Berlin leben rund 4000 Menschen pro Quadratkilometer. Im Dorf gibt es viele kleine Gewerke, Steinmetze, Schmuckgeschäfte, Bäckereien, Ölmanufakturen und andere Kleingewerke. Wollt ihr wissen, was sowas kostet? 139 Euro, 109 Euro. Ja, kann man machen, oder? Nicht. Das Dörfchen Gort ist neben Roussillon und La Coste eines der bekanntesten Dörfer der Provence. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten im Ort gehört das Château de Gort. Die Burg aus dem 11. Jahrhundert befindet sich mitten im Ort. Im Zentrum des Châteaus erwarten Besucher ein Kunstmuseum der Malerei und das Tourismusbüro. Wenn du durch die schmalen, gepflasterten Gassen des malerischen Dorfes mit seinen hohen, schmalen Häusern flanierst, stößt du unweigerlich früher oder später auf die schöne Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Weitere sehenswerte Bauwerke befinden sich am Fuße des Dorfes. Hier sind zum Beispiel mehrere alte Waschhäuser, die Wassermühle, einige kleine Kapellen und Eremitagen zu sehen. Der Ausblick von Gort, ja? Der Ort beherbergt auch zahlreiche Restaurants, in denen sich die mediterrane Küche genießen lässt. Gehobene Küche findest du auch in den Kellergewölben des unter Denkmalschutz stehenden Palais. Und, hat euch das Video gefallen? Von dieser schönsten französischen Stadt? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Kanal abonnieren!